So, erstmal greifen wir in unsere, da hat sich Loot angesammelt, Kiste. Er ist tatsächlich hilfreich mit Immunität gegen bewegungsunfähig. Ich ihn mal früh gefunden. Hier, Pelagina, du darfst mal was Cooles anziehen. Ausnahmsweise. Ich meine, davon abgesehen ist der Ring echt nicht gut. Hallo. Aber naja. Ja, Händler, zeig mir deine Waren. Die sind vermutlich alle scheiße. Ja. Aber du kannst ja meine Scheißwaren haben. Nein, das behalten wir. Aber der restliche Klumpatsch hier kann zum Großteil weg. Es gibt Rüstung mit Immunität gegen Stuns. Jetzt schlägt 27 Uhr. Also A, es ist im Ring. B, das gibt es tatsächlich nicht oft mit der Immunität. Und C, ein Tag hat in dieser Spielwelt tatsächlich 27 Stunden. Wissen, das niemand brauchte? Lin Edition. Das brauche ich alles nicht. Ne? Das ist alles Quatsch. Ja, die ganzen blöden Fallen können wir verkaufen. Tut man sich ja sonst nur dran weh. Das glaube ich auch einfach nur wertvoll. Halbwegs zumindest. Ebenso. Ja, und schon haben wir 16.000 Kupfermünzen mehr. So schnell kann es gehen. So, fürs Dingens da. Ich bin froh, Sie anzutreffen. Ich muss einfach mit Ihnen sprechen, meine Fürstin. Ja, okay, auf, komm, erzähl mir deine Leidensgeschichte. Wie Sie sicher wissen, bringt Reichtum wohl immer Feinde mit sich. Meine Festung wird von Dieben belagert. How awful. Bin voller Mitgefühl. Bin mir sicher, dass jemand aus dem niederen Adel es auf meine Schatzkammer abgesehen hat. Es stinkt nach Neid. Wie viel genau ist in deiner Schatzkammer drin? Nur so aus Interesse. Lin könnte diesen Ring natürlich auch auf Knien dem Durance überreichen. Der würde Augen machen.
Fun Fact: Im zweiten Teil vom DLC findet man einen Verlobungsring. Einmal dürft ihr raten, an wen der geht. Spoiler Alert, nicht Terence. Es wird Wochen dauern, bevor ich meinen Besitz sichern kann. Und bis dahin ist es zu spät. Mir fehlen die Verbindungen, um kurzfristig Söldner anzuheuern. Seriously. Ich soll dir jetzt irgendwie Söldner bezahlen, damit du ein paar Diebe ausräuchern kannst, die vermutlich vollkommen zu Recht es auf deine Schatzkammer abgesehen haben. Also wirklich. Aber Tyrion, das kann gerade nicht. Der fackelt gerade ein Orphanage ab. Weiß nicht, ob er das tatsächlich machen würde, aber wer weiß. Das werden wir noch sehen, wer den bekommt. Dieser Ring bringt plus 4. 4. Das ist das Maximale, was irgendwelche Ausrüstungsgegenstände bringen auf Intelligenz. Dieser Ring wird niemals an irgendjemand anderen als den Zauberer gehen. Weil es einfach nicht effektiv wäre. Dass es so vom Flavor her auch passt, das ist nur ein schöner Bonus. Ja, wir sprechen ja immer noch mit dem Fürsten eigentlich. Und so wende ich mich an Sie, wie meine Fürstin. Können Sie irgendetwas tun? Wehren Sie sich, verteidigen Sie Ihre Festung. Ich werde mich um diese eifersüchtigen Rivalen kümmern. Ich würde mich gern kurz beraten. Ja, also da kann man jetzt irgendwie verschiedene Sachen machen, aber irgendwie scheint mir das alles nicht so besonders sinnvoll. Also wenn man 5 Survival hat, kann man ihm sagen, hey, wehr dich doch. Man kann Briefe an seine Rivalen schicken, was irgendwie kurzfristig einem ein bisschen was auf Prestige gibt, aber sonst tut's nicht viel. Man kann den Anoth losschicken, damit er ihm zur Seite steht, was anscheinend auch nichts Signifikantes bringt. Man kann die Devil of Kerrog zum Helfen, steht es extra in der Komplettlösung, schicken. Das bringt einem Geld und der Kerl und seine Wachen sterben dann. Vermutlich, weil sie die Schatzkammer ausräumt. Ja, und das war's. Ich weiß nicht so genau, was ich machen will. Aber so ein Priester braucht auch plus 4 Stat. Ja, aber nicht auf Intelligenz. Also zumindest nicht primär. Ich höre schon die Glocken läuten. Die Hochzeitsglocken selbstverständlich. Wenn du zwischen zwei Elfen meinst, ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, was das beste Item ist, was ich im Turance gegeben habe. Also ich meine, es gibt sehr viele gute Ausrüstungsgegenstände. Deshalb kriegt bei mir, wenn ich die mal beisammen habe, nicht jeder einfach nur irgendwelchen Scheiß angedreht. Aber ja. Ich glaube, ich höre mir erstmal an, was meine Leute zum Beraten zu sagen haben. Und dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, was ich mit dem tun will. Oder auch nicht. Gewiss, mit einer respektvollen Verbeugung tritt Sidrock außer Hörweite. Ah ja, warum auch immer habe ich auch nur zur Auswahl, die Devil of Kerrog loszuschicken. Warum auch immer. Ich verstehe das nicht. Das ist unsere Chance. Wir wiegen ihn in Sicherheit und dann leeren wir seine Schatzkammer. Oh. Aber ich meine, ich bin ja jetzt quasi eine Adelige und er ist auch vom Adel. Das heißt, ich kann ja nicht guten Gewissens dahin gehen, seine Schatzkammer leeren und verschulden, dass er im Zuge dessen dann irgendwie drauf geht. Wäre ja nicht okay. Warum ich die andere Auswahl nicht habe, verstehe ich nicht.
Ist der kleine Intner, was denn sonst? Tatsächlich glaube ich für einen Priester vermutlich Maid besonders gut, weil das Boni auf Heilung gibt. Aber so ganz weiß ich es auch nicht. Also ich bin nicht komplett hinter jede Klasse gestiegen. Obwohl ich mir schon viel angelesen habe. Mehr Int, mehr Healpower und Liebe für Lin und Elfen dürfen nicht heiraten. Doch dürfen sie. Außerdem durch mehr Int kriegt er nicht mehr Healpower. Der wird nur die Fläche, die er heilen kann, größer. Und also über die mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Ja, dann tolle Beratung war das. Danke, dass ich sonst nichts zur Auswahl habe, was ich tun kann. Dann, dann kümmere ich mich halt um die Rivalen und schreibe Briefe anscheinend. Hätte ja lieber irgendwie eine coole Option gehabt, aber irgendwie gibt es hier nichts Cooles. Oh, doch! Wunderbar. Darf ich nach Ihren Absichten fragen? Bei näherer Überlegung lieber nicht. Ich schicke Briefe an alle Adligen in meinen Landen. Und mein Favorit. Alles kann sich gewiss um die Gelegenheit kümmern. Diskret. Ich weiß nicht so genau, was das heißt, weil ich meine, eigentlich ist ja die Devil of Karak unser Assassin. Aber ich will wissen, was dabei rauskommt. Dürfen Sie wohl. Außerdem, ich bin hier die Lady des Schlosses. Ich darf entscheiden, was ich will. Also solange es mit den Gesetzen vom Deerwood übereinstimmt, schätze ich mal. Aber davon abgesehen darf ich machen, was ich will. Nee, der Elf geht bestimmt nicht fremd. Der ist ungefähr so sozial kompetent wie ich. No way, dass der fremd geht. Oh, bitte gehen Sie süß. Oh. Juppie. Ja dann, Darling, kümmere dich da darum. Du kennst dich doch mit Adel und so weiter aus und Diskretion. Und ich will wissen, was passiert, wenn man das nimmt. Gott, das werden die schlimmsten 7 Ingame-Tage meines Lebens werden. Ich werde leiden. Furchtbar werde ich leiden. Warte. Willst du runter oder willst du auf den Schoß? Wenn du auf den Schoß willst, dann wird es eleganter haben, mein Baby. Jetzt willst du doch wieder ins Bettchen. Jetzt, wo ich mich extra anders hingesetzt habe. Danke, Fürstin. Das ist eine große Erleichterung, diese Last von meinen Schultern zu wissen. Gesegnet sollen sie sein. Ja. Bitte. Gerne. Dieses Gespräch hat auch nur ewig gedauert, weil ich wieder 5000 verschiedene Sachen im Kopf hatte. Er hat was mit so einer Frau mit komischem Akzent. Witzigerweise, das ist eine Party-Banter-Unterhaltung, die wir noch nicht hatten, aber sie wird bestimmt irgendwann kommen. Irgendwann fragt, glaube ich, Hierabias ihn: Hey, du und Isselmir, habt ihr nicht schon mal versucht miteinander und so? Und meine Antwort ist einfach nur nein, 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 nein und nein.
Ich kann das so gut nachvollziehen, weil bei manchen Sachen, die schon gefragt worden bin, die eher persönlich sind, habe ich auch gedacht, nein, einfach nein, ich möchte das nicht beantworten. Ich möchte mir das noch nicht mal vorstellen. Nein, das ist nicht furchtbar. Die kleinen Ratten im Chat. Was mache ich denn jetzt 7 Ingame-Tage lang ohne meinen Lieblingscharakter? Das ist so schrecklich. Wie sieht es eigentlich mit Ausbauten aus? Wie lange bauen wir hier eigentlich noch? Ein Tag, 9 Stunden. Okay. Warte. Nein, nein, noch nicht. Ich wollte die Gruppe umstellen. Also, Sagani, du bist leider raus, weil du hast deinen Bogen fertig gelevelt. Ach, naja, nicht ganz fertig gelevelt, aber wir haben noch kein Drachennest, in dem wir rasten können. Deshalb bist du quasi fertig mit deinem Bogen. Farewell. Und Manea, du bist raus, weil du hast deine Waffe. Also, die hast du sowas von durchgelevelt. Also, die ist gelevelter, als man nur gelevelt sein kann. So. Hier, für dich will ich noch eine Waffe finden gehen und ich glaube, die finden wir da, wo wir dann als nächstes hingehen. Also du darfst da bleiben. Durance, dich würde ich gerne mitnehmen, aber der Hase verhindert es noch für eine halbe Stunde. Edea, du darfst mit, weil einfach beide halt. Weil ich denke, du könntest effektiv sein. Ja, dann Kana, dann darfst du doch mit. Und ich brauche einen Ersatz für meinen Caster, also Grieving Mother, jetzt bist du dran. Fuck, ich muss gleich leveln. Muss die gleich alle nachleveln. Gott. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Ja, also du gehst vorne und du gehst vorne und du da und so fürs Erste. Ja. Equipment. Genau. Du hast noch diesen Umhang, den ich schon die ganze Zeit dem Heravias geben will. Bitte sehr. So. Ach ja, stimmt. Und du hast den Hut, ne? Ja, den müssen wir auch mal leveln, den Hut. Bessere Rüstung haben wir nicht. Das muss so gehen. Ja, du kannst das alte Amulett vom Hieravias anziehen und den Mantel aus. Was ist das? Bei Wahrnehmung, das ist eigentlich nicht verkehrt, oder? Hast du da schon was drauf? Nee. Aber das gibt Unterbrechung, das ist eigentlich ganz nice. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles hier für den Hals? Dasselbe. Nee, nicht wirklich. Dann. Urlaub vielleicht mit Urans? Wenn ich mich an einen schönen Strand legen kann und währenddessen den Urans irgendwo geknebelt und gefesselt in eine Höhle setzen kann, dann mache ich auch Urlaub mit dem, ja. So, und nachdem, ich weiß nicht warum, aber irgendwie dieser eine Gürtel, den ich jetzt schon öfter gefunden habe, der einfach +3 auf Constitution gibt, der wird in diesem Spiel inflationär verteilt. Ich weiß nicht warum, weil +3 auf ein Attribut, wenn +4 das Maximum ist, was auf irgendwelchen Gegenständen drauf ist, ist schon echt heftig viel. Und jetzt muss ich gucken, wem ich alles so einen Gürtel angedreht hatte. Der Lin zum Beispiel. Hast du schon so einen? Nee. Hast du schon irgendwas anderes auf Korn? Nein. Dann zieh doch mal diesen beschissenen Gürtel aus, den du da anhast. Warum hast du den an? Ja. Bitteschön.
Ich glaube, fürs Erste kann ich es tatsächlich nicht besser verteilen. Ja, ich sehe gerade, dem Durance habe ich zum Beispiel unfassbar gute Schuhe gegeben normalerweise. Und zwei verdammt gute Ringe. Keine Verlobungsringe. Aber sie sind sehr gut. Ja. Das brauche ich ja gleich noch. Bin nicht so stürmisch, erstmal kennenlernen im Urlaub. BDSM kommt später. Nein, tut es nicht. Tut es definitiv nicht. Was hast du? Oh, das ist eigentlich ganz okay. Oh, hast du was an? Ah, du hast. Ja, das ist okay. Du brauchst noch einen Gürtel. Und warte, warte, genau. Die Handschuhe wollte ich dir anziehen. Bitte sehr. Was haben wir hier denn noch Schönes? Okay, ist nicht krass, aber hier kannst du schon mal anziehen. Doch Dinge, oder? Sehr gut. Haben wir Schuhe? Plus 1 Con und plus 2 Reflexes. Wow. Aber auf Con hast du doch bestimmt schon was, oder? Ja. Ja, dann Schuhe mit Reflexes halt. Das? Nicht so krass, aber ich glaube, viel besser wird es auch nicht. Die Ringe sind leider scheiße. Abwehr könnte wichtig sein. Du hast. Okay. Ja, dann kriegst du das da an. Das ist nicht awesome, aber immerhin. Du hast nichts an den Füßen. Du hast jetzt aber schon was, was auf Con geht, ne? Okay. Aber du nicht. Nee, du nicht. Dann darfst du die alten Stiefel von der Lin, beziehungsweise die noch älteren Stiefel vom Fulvano tragen. Doch. Ach, die Abwehrdinger haben wir zweimal. Sehr schön. Du einen und du einen. Ja, sorry, Kana, für dich habe ich leider keine Schuhe mehr übrig und auch keine Ringe. Das tut mir leid, aber das ist halt so. Ja. Ich glaube, dann haben wir es mit der Ausrüstung ganz gut angepasst. Ja. Ja. Heute wirklich Pizza? Dann würde ich meine Mutter mal anrufen. Ja, doch, du schon? Für mich bitte viermal Käse mit etwas extra Käse. Okay. Muss aber auch herkommen, ne? Die wird nicht frei Haus geliefert.